wollen noch mal sehen. Ich weiß, dass es Sie beide juckt, aufeinander loszugehen. Sir, ich kann doch nicht immer wieder... Normalerweise halte ich überhaupt nichts von solchen blödsinnigen Macho-Spielereien, Colonel. Und was die Teammoral angeht, riskieren Sie viel. Wenn Sie verlieren, werden Sie bei den Leuten hier nicht mehr sehr beliebt sein. Deshalb gebe ich Ihnen einen guten Rat. Zeigen Sie diesem Wicht, wo seine Grenzen sind. Hm? In Ordnung, Sir. Ja, dann... Komm mal ran, Herr Studiosus. Okay, dann wollen wir mal. Ich werde die Sache so schnell wie möglich hinter uns bringen. Wir machen das mit Maniac-Style. Schießen alle Raketen raus, die wir haben. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Opa. Ja, genau. Sicherlich. Oh, und jetzt kriegst du schön die HS im Rücken. Zack. Wie war das mit dem Rollstuhl? Verkackpatze. Studiosus. Glückwunsch, jetzt haben wir einen neuen Superkampfpiloten. Aber gegen die Karathi zu kämpfen ist trotzdem was ganz anderes. Na, guck, der blöde Maniac. Sag mir, ob es dieses Sonnensystem wert ist, dass wir es überfallen. Ich weiß es nicht. Seine Mineralressourcen sind bis aufs Letzte aufgebraucht. Aber es ist immer noch ein guter Lieferant für Sklaven, obwohl die Bevölkerung dieser Planeten noch nie besonders gefügig war. An Sklaven herrscht bei uns zurzeit kein Mangel. Überlassen wir den Terranern dieses Sonnensystem. Ist das euer Ernst, mein Prinz? Mir stellen sich die Barthaare auch bei dem Gedanken, dass ihr... Wie heißt nochmal das seltsame Wort, das die Terraner dafür haben? Kapitulation. Nein, das siehst du falsch. Ich habe vor, den Erdbewohnern einen Denkzettel zu verpassen. Sie können das Sonnensystem zwar ohne Kampf haben, aber vorher werden wir es für sie nutzlos machen. Hast du verstanden? Ihr trefft wie immer, mein Prinz, nur weise Entscheidungen. Tja. Tja, ja. Ah, wen haben wir da? Colonel, ich entschuldige mich für das, was mir rausgerutscht ist. Ah, nur für das? Naja, ich kann genauso gut fliegen wie Sie, das weiß ich. Sollen wir nochmal gegeneinander antreten? Nein, ich beweise es Ihnen lieber da draußen. Das heißt, falls Sie mich für gut genug halten, um bei Ihnen mitzufliegen. Ich setze Sie auf die Liste. Sie kriegen Ihre Chance. Genau wie die anderen. Danke, Sir. Haben wir einen Piloten mehr? Wir sind ja im Krieg, ne? Colonel? Die Kilrathi setzen möglicherweise Biowaffen ein. Davon ist mir nichts bekannt. Die Kilrathi arbeiten schon seit Jahren an der Entwicklung dieser Waffen. Und irgendwann müssen sie ja mal ausprobieren, oder? Würden Sie mir verraten, woher Sie so viel über die Kilrathi wissen? Sie können es glauben oder auch nicht, ganz wie Sie wollen. Sie weiß irgendwas. Ach, die tickt doch nicht richtig. Sie weiß irgendwas. Reden Sie nicht solchen Unsinn. Das ist sehr wichtig. Und ich bevorzuge es, die Hintergründe zu kennen. Hm.
Ja. Ich kenne das System. Hier gibt es viele Unterschlupfmöglichkeiten. Zum ersten Mal hier? Das ist mein Heimatsystem. Mein Vater hat mir hier alles beigebracht, was ich übers Fliegen weiß. Eigentlich wollte er sein Wissen an meinen Bruder weitergeben, aber die Kilrathi funkten dazwischen. Tut mir leid. Ist schon gut. Jeder hat irgendeinen Verlust zu beklagen. Wieso sollte ich eine Ausnahme sein? Waren Sie seitdem wieder hier? Mm-mm. Welcher ist Ihr Heimatplanet? Der da. Es war eine wundervolle Welt. Dunkle, samtene Nächte und brennende Monde, die uns helle und heiße Stunden schenkten. Die Insekten haben gesungen. Und zwar verschiedene Serenaden, je nachdem, wie nah die Monde waren. Ja, mein Bruder und ich, wir liebten diesen Gesang. Wissen Sie noch, wie es vor dem Krieg war? Nein, das habe ich verdrängt. Sir, wie Sie sehen, habe ich eine Rechnung zu begleichen. Ich kann bei den Einsätzen nicht mehr die passive Rolle spielen. Ich will am Geschehen aktiv teilnehmen. Gib mir eine Chance. Ich kann das nicht mit ihr riskieren. Gib mir eine Chance. Wir geben mir einfach eine Chance. Flint, wenn Sie mitfliegen, kann ich mich dann auf Sie verlassen? Oder wollen Sie Ihren Bruder rächen? Sollte vielleicht auch mehr mal aufs Flugdeck mitgucken. Hier sind auch manchmal Gespräche. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie konnte man denn, da gab es doch auch ein Menü, war es App? Irgendwie konnte man doch da was aufmachen, habe ich mal bei jemandem gesehen. Aber naja. Nun gut. Eine geht noch. Können wir gleich zur Sache kommen? Fangen Sie an, Sir. Die Absichten der Kilrathi sind, was dieses Gebiet anbelangt, nach wie vor unklar. Während wir weiterhin Informationen sammeln, ist es Ihre Aufgabe, die Feinde einzukesseln, wo immer dies möglich ist. Uns geht es darum, Ihnen den Zugang zu den bevölkerten Planeten und diesem Asteroidenfeld zu versperren. Versuchen wir, diese Plünderer für immer aus dem Verkehr zu ziehen. Hm? Wir brechen sofort auf, Sir. Ihr Elan gefällt mir. Wegtreten. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Fliegen wir nochmal mit Vagabond, oder? Ja. Vagabond? Ich will, dass Sie neben mir fliegen. Wegtreten. Viel Glück. Ja, Hellcat fliegen ist doch mal was Feines. So, machen wir mal. Sie können jetzt starten, Colonel. Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Knackig hier, oder? Scheiße. Ich habe es nicht hier erwischt.
haben Gesellschaft. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Na, wollen wir es mal fertig machen. Ich habe das Mistvieh erwischt. Oh shit. Jetzt wird's richtig knackig. Alter Schwede, ey. Jungs. Die können sich ganz sicher nicht komplett unsichtbar machen, irgendwie. Nachkommen von Affen. Ach so, mein Nachbrenner ist schon so kaputt, da kann ich gar nichts mehr mit anfangen. Der kommt gar nicht mehr raus. Ach, aber erwischt. Ja, von wegen. Ihr macht euch doch unsichtbar, wir nicht. Junge. Ah, ordentlich gelitten. Afterburner im Arsch. Damage Repair. Da geht anscheinend was. Engines hat's erwischt. Oh Mann. Ah, Nachbrenner aktivieren macht schon nichts mehr. Nur noch Geräusche. Ja, mach mal aus. Shit. Ordentlich angeschlagen. Wir haben Gesellschaft. Na klasse. Na, dann greifen wir mein Ziel an. Greifen Sie mein Ziel an! Jawohl. Nachbrenner ist kaputt. Ich kümmere mich mal um die flügeligen Sachen hier, wa? Was anderes bleibt mir nicht übrig. Ich wette, ich verrecke gleich hier. Katze, hinterlistig von hinten. Oh Mist. Oh ja. Volle Breitseite. Oh, wie viel habe ich denn hier am Arsch kleben? Ja, weniger werden es nicht. Schicken wir wieder was nach, glaube ich. Ne? Ja, das war klar. Ach, Mann. Ja komm, ich nehme euch mal auf, wenn ich sterbe, dann gibt es auch noch eine Videosequenz. Dann hat sich das Ganze wenigstens gelohnt. Ja, ist quasi sozusagen drin. Der Colonel war ein Pilot, der immer mit vollem Einsatz flog und auf den man sich verlassen konnte. Aber er war mehr als das.
Er war ein Mensch, der jeden tief beeindruckte, der irgendwann seinen Weg kreuzte. Diesen Menschen werden wir sehr vermissen. Von wegen. So, so. Ich hatte, glaube ich, gespeichert, ne? Vor den Entscheidungen hier. Und die sind jetzt auch weg, ne? Ja. Gut, gut. Also dasselbe nochmal. Können wir gleich zur Sache kommen? Fangen Sie an, Sir. Die Absichten der Kilrathi sind, was dieses Gebiet anbelangt, nach wie vor unklar. Während wir weiterhin Informationen sammeln, ist es Ihre Aufgabe, die Feinde einzukesseln, wo immer dies möglich ist. Uns geht es darum, Ihnen den Zug... Ja, kennen wir ja. Tja, das sind also... Ferbond ist keine schlechte Wahl, aber... Hellcat ist eine schlechte Wahl. Brauchen wir es mit Torpedo und so. Also nehmen wir die Thunderbolt. Sie können jetzt starten, Colonel. Bin ja hartnäckig, ne? Statt den Schwierigkeitsgrad runter zu kurbeln, nehmen wir ein anderes Schiff. Geschweige denn unverwundbar zu sein. Gottes Willen, MS-DOS, Mann. So wenig FPS. Ich habe zuvor eben Bioshock gespielt, das ist ja grausam. Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen! Und ab die Post! Bums. Bums. Achso, du greifst den anderen, dann geh mit den anderen los. Gut, und den Rest, die restlichen Raketen hebe ich mir lieber auf eigentlich. Besser ist. Dämlichen Nachkommen von Affen, wollte er sagen. Ja. No damage. Oh, hat aber einen durch die Windschutzscheibe erwischt, oder? Wir haben Gesellschaft. Ja, dann. Lösen und angreifen! Und ab die Post! Zeigen wir den Jungs mal, wo die Hake ist. Thank you.
Sofort an meiner Flanke formieren. Jawohl. Oh shit. Töten und angreifen. Und ab die Post. Die sind echt mies drauf, ey. Alter Schwede, ey. Hast du diese Stelle? Erbärmliche Nachkommen von ab. Erbärmliche Nachkommen von ab. Ich hab das Mistvieh erwischt. Sehr schön. Ich hab keins. Erbärmliche Nachkommen von Affen. Na komm. Er macht das mit Raketen, obwohl die ständig verschwinden. Das ist auch cool. Ich hab das Mistvieh erwischt. Jo. Was als nächstes kommt, wissen wir schon. Schon mal wechseln. Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen! Und ab die Post! Sofort an meiner Flanke formieren. Jawohl. So. Sieht das Ganze ein bisschen anders aus hier. Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Die gibt's ja auch noch. Greifen Sie mein Ziel an. Jawohl. Fireclaw. Das gibt's doch einfach gar geschossen, Sir. Einsatzziele ja. Erreicht. Aber auch Astrein eingesteckt. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Hey, Sir, mir ist gemeldet worden, dass Blind ziemlich auf die Pauke gehauen hat. Sie will wohl dem guten Maniac nacheifern, hä? Alles Paletti, Sie können jetzt landen.
Gab es ja die versteckte Zusatzmission schon. Wenn ich jetzt... Nee. Kam später. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wing Commander 3.